Guten Morgen, Herr Präsident, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen. Der vorliegende Gesetzentwurf, dem liegen drei Grundirrtümer zugrunde. Und ich möchte sie sehr deutlich an dieser Stelle benennen. Der erste Grundirrtum ist, die Zeit würde drängen. Planmäßig nach jetziger Gesetzeslage wird spätestens Silvester 2022 Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland vom Netz gehen. Wir alle wissen, dass die Brennelemente dann noch 4 Jahre in der Anlage im Abklingbecken abkühlen müssen und weitere 40 Jahre oberirdisch abkühlen müssen. Das bedeutet, frühestens 2068 werden die letzten Brennelemente einer Endlagerung überhaupt zugeführt werden können. Das ist ein Zeitpunkt, von dem ich annehme, dass die meisten hier im Hause ihn nicht mehr erleben werden. So viel zu der Frage, wie sehr drängt die Zeit. Zweiter Grundirrtum. Sie formulieren hier fraktionsübergreifend, es würde sich um einen Konsens handeln. Es ist im besten Falle ein Kompromiss zwischen 4 Fraktionen. Es ist kein gesamtgesellschaftlicher Konsens, dem eine Meinungsbildung in der Gesellschaft, ein gesellschaftlicher Dialog und eine Diskussion, die diesen Namen verdienen würde, vorausgegangen wäre. Jetzt können Sie einwenden, über die Enquetekommission, über den Beirat sind ja noch Veränderungen möglich. Richtig. Aber dafür sind relativ hohe Hürden gesetzt. Es ist eine Zweidrittelmehrheit in diesem Gremium dann notwendig, also eine Sperrminorität von 9 Mitgliedern. Wenn man sich anguckt, wie sich diese Kommission zusammensetzt, kommt man sehr schnell dazu, dass das optimistisch ist, wenn man annimmt, da könnten grundlegende Veränderungen stattfinden, weil wenn nur 2 Vertreter von Initiativen in diesem Gremium sitzen, 2 von Gewerkschaften und 2 von Religionsgemeinschaften, dann macht das 8. Und dann wird es noch ganz schwierig, überhaupt 9 zusammenzukriegen, selbst wenn diese 3 gesellschaftlichen Gruppen sich einig wären. Der dritte Grundirrtum: Wir hätten gemeinsam aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Abgeordnete aller Fraktionen haben sehr viel Zeit und Energie in den letzten Jahren aufgewendet, diese Fehler zu durchleuchten, sowohl im Landtag Niedersachsen mit dem Untersuchungsausschuss Asse als auch hier im Bundestag mit dem Untersuchungsausschuss Gorleben. Dazu diskutieren wir nächste Woche den Bericht und die Voten der Fraktionen, insgesamt über 1000 Seiten. Ich wage die Behauptung, dass das wenige hier im Haus, die nicht selber in diesen Ausschüssen saßen, bis heute durchdrungen und realisiert haben und daraus Schlussfolgerungen gezogen haben. Nächster Aspekt, wissenschaftliche Aufarbeitung, findet bis heute kaum statt. Also nicht nur eine parlamentarische Aufarbeitung ist ja notwendig, sondern auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Fehler der Vergangenheit. Da ist relativ wenig zu sehen. Das Desaster der Asse ist nicht wissenschaftlich aufgearbeitet, das vermurkste Verfahren von Gorleben nicht. Ich merke nur, dass schon für die Anhörung im Juni gleiche Namen wieder gehandelt werden wie die, die wir in diesen Untersuchungsausschüssen immer wieder auch als die treibenden Kräfte in wissenschaftlicher Seite gesehen haben und da Probleme verursacht haben. Und der letzte Punkt, eine juristische Aufarbeitung, ist bis heute auch komplett Fehlanzeige. Aber wir haben noch einen Grundirrtum. Der Grundirrtum, von dem hier eben immer wieder ausgegangen wurde, ist, dieses Gesetz würde den gesellschaftlichen Großkonflikt befrieden. Aber solange es keine ergebnisoffene Debatte gibt, solange Gorleben nicht aus dem Topf ist, solange Öffentlichkeit, Verbände, kritische Wissenschaftler nicht mit einbezogen sind oder nur unzureichend, nicht wissen, wo und in welcher Form sie sich einbringen und Gehör finden werden, wage ich die Prognose, dass dieser gesellschaftliche Großkonflikt nicht zu befrieden ist. Und ich glaube, angesichts der Tatsache, dass es hier darum geht, atomaren Müll mindestens 1 Million Jahre sicher vor der Biosphäre abzuschirmen, ist mehr Sorgfalt, mehr Transparenz und mehr echte öffentliche Beteiligung notwendig. Meine Fraktion hat dazu ein 5-Punkte-Konzept vorgelegt, schon vor geraumer Zeit, das wir gemeinsam mit Anti-Atom-Initiativen und Wissenschaftlern und Verbänden erarbeitet haben.
Ich möchte diese 5 Punkte kurz benennen, weil sie sind aus unserer Sicht die Grundvoraussetzung, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens geben soll, der diesen Grundkonflikt befriedet. Das Erste und Unabdingbare ist ein unverzüglicher und unabkehrbarer Atomausstieg und die Aufarbeitung der Fehler der Vergangenheit. Wenn wir das nicht tun, können wir keine Lehren für die Zukunft ziehen. Und das betrifft Gorleben, das betrifft Asse, das betrifft aber natürlich auch Morsleben und Schacht Konrad, der das Standort, der aufzugeben ist. Aber es betrifft auch mögliche Rechtsverstöße, die juristischer Aufarbeitung bedürfen. Und es bedarf, dass die Kostenübernahme endlich nach einem Verursacherprinzip eingeführt wird. Zweitens ist dringend notwendig, ein Verfahren zu entwickeln, was eine Einbeziehung der Öffentlichkeit über Beirats-, über Beraterstrukturen, über Volksabstimmung, aber auch über ein Klagerecht für Kommunen ermöglicht, das Transparenz ist und wo von vornherein klar ist, an welcher Stelle demokratisch legitimierte Stellen wie in das Verfahren eingreifen können. Erst dann kann im dritten Punkt eine Suche nach einem Verwahrkonzept überhaupt vorliegen und erfolgen. Es ist ja noch gar nicht klar, was ist überhaupt unser Konzept? Ist das, was wir jahrzehntelang postuliert haben, nämlich die Nichtrückholbarkeit überhaupt noch der Stand von Wissenschaft und Technik? Und ist es das Konzept? Da gilt es, Vor- und Nachteile abzuwiegen und ethische Fragen, und wir sind da in einem ethischen Dilemma, auch wirklich zu werten und zu einem allgemeinen akzeptierten Konsens oder Kompromiss zu kommen. Und erst wenn das erfolgt ist, kann in einem vierten Schritt überhaupt über eine Festlegung von standortunabhängigen Kriterien nachgedacht werden. Erst dann können sie befasst werden, wenn wir überhaupt wissen, nach welcher Methode wollen wir lagern. Und in der gewissen Logik dann im fünften und letzten Schritt kann es erst darum gehen, Standorte zu benennen und untersuchen, Vergleichen zu untersuchen, um sich dann einem Punkt zu nähern. Ich stelle als Fazit fest, Sie satteln hier ein totes Pferd heute. Sie begründen das damit, dass wir ganz schnell ans Ziel kommen müssten. Und deswegen haben Sie das erste Pferd, was Sie im Stall gefunden haben, genommen, leider ein totes. Und damit werden Sie nicht weit kommen, wenn Sie nicht nach dem besten Pferd im Stall suchen. Und ich ahne, Sie wissen das und haben nur die Hoffnung, dass es bis zur Bundestagswahl keinem auffällt. Und ich sage Ihnen, ich glaube, es ist nicht gut, die Bürgerinnen und Bürger für so doof zu halten. Sie durchschauen das. Sie werden nämlich seit Jahren und Jahrzehnten in der Frage der Atompolitik immer wieder an der Nase herumgeführt. Und sie werden sich einmischen, sie werden mitdiskutieren und sie werden sich wehren. Und genau da ist der Platz der Linken. Ich danke Ihnen. Das Wort hat nun Maria Flachsbarth für die CDU-CSU-Fraktion.